Ja, mich hat es gestern wieder mal erwischt. Mit gut 60 km/h in ein ausgewachsenes Reh rein gefahren. Und es ist da vorne reingegangen hier. Und wie ihr auch seht, ist es hier komplett gerissen. Das ist klar. Also das ist schon mal logisch, dass es natürlich kaputt geht, aber wie ihr seht, ist ja fast nichts kaputt gegangen. Wie gesagt, wir reden hier von 60 km Differenzgeschwindigkeit. Und im EvoK von früher zum Beispiel, das wäre komplett kaputt. Das wäre auf dem Schoß gesessen bei euch und hier eben nicht. Das hier ist keine Verklebung mehr vom Mast, beziehungsweise da unten. Und deswegen ja, fährt es noch weiter, weil das halt eine Einheit ist. Das ist was ganz anderes wie früher. Dann ist Inegra drin, das wisst ihr ja. Ja, warum ich das Video mache, ich will es einfach mal eindrucksvoll zeigen, warum ich das Fahrzeug, diese 9er Klasse, so konstruiert habe, wie ich sie mache. Und ich halte das M9 vor allem immer noch am interessantesten für den Alltag, auch geschwindigkeitsmäßig. Das denken Leute, denken immer Geschwindigkeit, immer nur was mit Höchstgeschwindigkeit. Nee, es hat was mit Kurvenlage zu tun, Windstabilität. Ich bin nämlich tatsächlich danach in ein wahnsinniges Unwetter gekommen. Vielleicht hat er deswegen das Reh gesponnen. Wirklich unmittelbar danach ging es los mit Regen, volles Rohr, Windstöße, unfassbar. Diese Schultern, die sind unfassbar wichtig für mich im Überschlag, weil der Kopf da drin ist und er soll den Asphalt nicht berühren. Hier oben wieder, ich habe den Asphalt nicht berührt, da ich aber relativ erfahrener Crashfahrer bin. Ja, ich habe mich verkrochen da drin, trotz Überschlag. Wieder hier geschliffen. Ja, so muss es einfach sein. Das ist einfach endlos sicher. Ich habe den GPS-Halter kaputt gemacht da drinnen hier. Der GPS war vorne drin gelegen. Den Lenkhebel, auf dem war ich natürlich drauf geguckt sozusagen. Ihr seht halt auch hier, wie er geschliffen hat da. Und der ist auch gerissen. Das macht aber nichts. Das ist der einzigste Lenkhebel, garantiere ich euch, weltweit, der jeden Crash überlebt. Ich sage es immer, der muss auch in Russland funktionieren. Und der ist gebrochen. Hier sieht man es. Da seht ihr es. Das macht aber überhaupt nichts. Das Fahrzeug ist zu 100% funktionstüchtig. Das macht überhaupt keinen Einfluss. Die Ferrari-Konstruktion, die ist absolut crash-sicher. Deswegen ist der auch so schlank gebaut, dass der eben diese Federeigenschaften hat. Ja, ihr seht, den kann man einfach da am Chassis drücken und der funktioniert einfach. Seht ihr, was mein Handy jetzt dazwischen. So viel ist es. Das ist ja der gigantische Vorteil. Spiel hat es übrigens nicht. Was cool ist, mein Arm ist ziemlich verletzt hier und vom Chassis innen drin übrigens. Und dann habe ich jetzt versetzt hier und konnte weiterfahren, weil ich, das war noch was weiß ich, 70 Kilometer von daheim entfernt. Ja, ganz wichtig, da oben drauf liegt ein Akku. Ich möchte immer wieder nur sagen, ich war nämlich seitlich gelegen, bin rausgekrabbelt und der Akku ist natürlich perfekt. Hier drin befestigt habe ich einen verkehrten Akku. Naja, das ist egal. Aber auf jeden Fall, so wird er ungefähr reingemacht. Der hält auf jeden Fall bombenfest und darum geht es auch, dass er bombenfest hält. Der Sylrand, den kennt ihr ja schon, dass er rund ist. Ich bin aber auf der Seite da drüben. Hier, ich weiß nicht, man sieht es aber nicht wirklich viel. Es hat mich jetzt nicht viel ausgemacht. Ja, das war also alles ganz in Ordnung, der Überschlag. Ich habe den Asphalt nicht berührt mit dem Kopf. Und ich kann es immer wieder betonen, diese Schultern, die sind immens wichtig für den Überschlag. Weil wenn ihr auf dem Asphalt drauf knallt, ja, das ist einfach kacke. Das W9 hier steht ein Urmodell. Das hat es ein bisschen weniger. Es sind auch kleinere Leute. Und ja, mein neuer Pippi Langstrumpf, die ich das Rekordfahrzeug baue, hat es gar nicht. Ja, das hat halt was mit Geschwindigkeit zu tun. Und aerodynamische Effekte treten da noch auf. Die haben das und es hat einen Sinn. Und ihr seht, ich teste es selber. Ja. Das ist meine feste Überzeugung, so schauen für mich die sichersten Fahrzeuge überhaupt aus. Und deswegen, ich kann es nur immer wiederholen, deswegen ja, empfehle ich auch keine alten Fahrzeuge von mir, außer die 9er Klasse. Ich hoffe, dass das A7 bald überarbeitet wird, dass es auch diesen Sicherheitsstandard bekommt hier. Das vordere, runde Rand, höhere Hutze, seine gleiche Kopfhaube wie alle anderen Fahrzeuge und dieses Feature, das ist... Den Rest, einiges hat schon, Inegra hat es schon. Diese 9er Klasse hat übrigens tatsächlich den kürzesten Mast überhaupt. Das W9 ist tatsächlich wieder länger. Ja, ist halt so. Aber ihr seht, er ist relativ kurz. Ja, das sind alles Sicherheitsfeatures. Ja, das ist halt dieses Fahrzeug. Und
ich konnte tatsächlich weiterfahren mit der Kiste, weil wir einfach Glaslenklenker haben. Das sieht man jetzt nicht da drinnen. Das heißt, die beim Überschlag, die geben halt nach, die Laufräder bleiben ganz und ja, man kann weiterfahren. Ich bin tatsächlich weitergefahren. Ist einfach eine ganz andere Liga für mich heute. Ja, ist meine feste Überzeugung. Und ihr seht es ja, ich teste es natürlich jetzt unfreiwillig, aber ja.